Die nackte Stadt. 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Hatten wir nicht schon mal die nackte Stadt gehabt? Aber ich begrüße euch erstmal herzlich zu L.A. Noir zurück. Die quatschen hier schon wieder. Detective Earl, this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worried. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Ja, wollen wir hoffen, dass der Witze macht. Witze reißt, ein kleiner Witzbold ist, aber ja, ich glaube eher nicht. So. Ja, gut. Steigen wir mal hier ein. Der kommt wieder. Der hat's wieder unnötig, schnell zu laufen. Und da fahren wir mal schnell zum Tatort, würde ich sagen. Gehen wir mal kurz. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Some of it might be unaccounted for, so what, that's life. We did our job. So, wir müssen ja Autos freischalten. Ist cool, wenn wir damit hinfahren. Na komm, ist ja Spaß. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? Deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Doe's are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. So, also ich finde ja, wenn sie schon im Spiel das eingebaut haben, dann sollte man das auch mal alles mitnehmen, und das Ding ist echt cool. Also warum wir da nicht eher drauf gekommen sind, das frage ich mich bis jetzt noch. So, nehmen wir mal Abkürzung. Ich hoffe mal, das ist eine Abkürzung. Nicht, dass wir hier irgendwo am Baum landen. Okay, das war eine Abkürzung. So, anstatt der Reifen ist schon kaputt. Hier noch ein paar Tauben umfahren. Die Stadtratten. So, haben wir ja gleich ein paar Meter gut gemacht. Geh mal weg, du musst. Hallo, fahr mal zur Seite. Aber wie cool, dass hier Auto, Straßenbahn fahren. Finde ich schon sehr interessant. So, Feuerwehr ist schon da. Also ist jetzt eingetroffen. Jawohl. Mordtatort, 2.26 Uhr am Nachmittags. So ein paar schöne Bilder hier von Leuten, die Zeitung lesen und warten, und ist schon sehr ansprechend. Hat wahrscheinlich was mit dem Mordfall zu tun. Second floor. Erster Stock. In the back. Thanks. Ah, vielen Dank. Können wir hier dran? Nee, ist nicht Gold. Da rennen wir mal schnell. Wollen uns das ja auch mal anschauen. So, erster Stock war das, ne? Ach ja, hier hinten. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people.
Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Hear, hear. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Tja, unsere alten Kollegen wissen nicht, dass oder glauben, dass es kein Mord war. Aber wollen wir uns mal anschauen, das Ganze. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Okay, will ich mir mal anschauen. Eigentlich nicht, aber... Gut, da ist jetzt nicht so viel dran. Was hat sie denn am Arm? Very unusual ring. Could be wrong, but it looks like a black sapphire. Einige blaue Flecke hat sie da. Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Bissspuren. Haben wir da noch was übersehen? Weil es hat ja gerade noch wie heißt denn das? Jetzt komme ich nicht auf den Namen, weißt schon, der Controller vibriert, das ist da. Hier ist doch gar nichts. Wahrscheinlich waren damit die Tabletten gemeint. Ja gut, das lassen wir das mal hier. Ah, das ist doch... Ah, das da oder wie? Also dieses Geräusch hat's gemacht. Okay, das ist nur der Kammspiegel, wollte ich schon sagen. So. Ja, klar, komm. Ich will hier die Tabletten mal anschauen. Hallo, ich will die Tabletten. Dürfte ich bitte mal die Tabletten anschauen? Macht doch nicht, das muss irgendwas mit der Frau noch hier sein. Was wir noch nicht gesehen haben. So, plus das. Der Ring. Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ich drück A, aber passiert ja jetzt auch nichts. Können wir im Gesicht irgendwie A drücken? Aber da zoomt ja jetzt nichts ran, oder was? Das kann es also eigentlich nicht sein. Hier sind auch Bissspuren, den Ring haben wir schon untersucht. Das können eigentlich bloß die Tabletten sein, aber die können wir aus der Position jetzt nicht aufnehmen. Und der andere Typ steht ja davor, darum ist das denkbar ungünstig. Hier, da steckt... Ach man, lass mal das liegen. Another day, another dollar. Und das haben wir doch gesehen, das brauchen wir doch nicht. Ah, nein, geh weg. Naja, also die Tabletten können wir nicht aufnehmen, vielleicht können wir das später machen. Hier ist nix. Würde ich hier mal schauen. Ah, da war doch was. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Gut, einen neuen Hinweis doch gefunden. Der Mann von der Presse. Schauen wir uns eben die Pillen mal an. Looks like barbiturates.
Ach was? Protokoll, warte, wie hieß die? Barbituraten. Habe ich eigentlich noch nie so gehört, aber ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns den Gegenstand mal an. Barbituraten. Schlaftabletten. Ich nenne die jetzt nicht mehr Barbituraten, ich nenne die jetzt Schlaftabletten. Oh, was ist das denn? Eine Kapsel nach einer Mahlzeit, eintäglich. Aha. Dr. Stoneman. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Ist das vielleicht der Doktor, den wir manchmal in der Zeitung gesehen haben? So rein theoretisch. Könnte doch sein, oder? Stoneman? Ich habe mir jetzt den Namen von dem Arzt nicht gemerkt. Ich merke mir sowas nicht. Aber es könnte doch rein theoretisch sein. Kühlschrank können wir nichts abnehmen. Was haben wir hier? Ein Löffel. It would take a smarter man than me to connect that. Vom Löffel erschlagen oder erstickt. So. Aber das könnte was sein. Doesn't appear to be connected. Aber das dafür. Bestimmt vor kurzem erst Kuchen gemacht. Ja. War bestimmt doch etwas optimistisch. Oh. Was haben wir denn da? Doesn't give me anything to go on. Könnte schon zum Drogenmissbrauch führen können, tun sollen. Okay, die gute Frau, die bleibt noch brav sitzen hier. Oh, schöne Bilder hier. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Nix. Ja, ist ein Foto wert. Das nehme ich gleich als Folgenbild. Als Thumbnail. Weil das einfach so interessant war, was da hinten drauf war. Model Job. Oh, hier ist was hinten drauf. Die Assassine. Ja, XXX Julia. It's place to start. Ding nach Pornoname. XXX Julia. Jetzt unter einer bekannten Vorwahl anrufen. Oder Nummer. Ja, kann man machen. So, ne, das haut mich ja von den Federn. So, können wir auch wieder zumachen und schön hinstellen. Jawohl. Das scheint auch noch nicht alles gewesen zu sein. Ist aber immer noch, muss doch noch irgendwo was sein. So, leg mal den Arm hin, vielleicht finden wir ja so noch was. In den Körper kannst du ja nicht gucken. Oh, ich bin verzaubert. Hokus Pokus, steh wieder auf, so. Sein Quatsch. Okay, Ich zweifle eigentlich dran, dass das was mit der Frau gerade zu tun hat. Das hat auch bestimmt mehr mit den Tabletten oder mit dem Wasser draußen zu tun, oder? Nee, geht immer wieder auf die Frau. Da müssen wir doch noch irgendwas übersehen haben. Ah, hier. The neck is bruised pretty badly. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story.
I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Sorettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought Sorettes and weren't junkies, and you might be onto something. Gut. Aber auf den Hals muss er erstmal kommen. Also eigentlich war das ja logisch, aber weil das ja sowieso nie rangezoomt hat, jetzt habe ich das mal anders probiert. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Okay, Geisteszustand des Opfers. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Ja, also eine Lüge wird es wohl nicht sein. Es sieht eher aus nach einer klassischen Anzweiflung. Und ich würde gleich mal Anzweiflung drücken. Was? Killed herself for a man. Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Hätte ich doch, ich dachte, na, die hat doch bestimmt noch irgendwas zu. So, weil die so geguckt hatte, naja, dachte ich, na gut, anzweifeln. Aber das ist echt, also, na gut. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure, I only come around twice a week. Warte, jetzt will ich auch nochmal gucken, was die richtig gesagt hat. Viele Freunde zu Besuch, ich bin nicht sicher, ich komme nur zweimal in der Woche hier. Eigentlich, ich will mal gucken, was die hier für, für Beweise überhaupt gefunden haben. Ja, Anzweifeln oder Wahrheit, das ist, weil bei sowas ist das echt schwierig, weil vorhin habe ich ja auch gedacht, ja, anzweifeln ganz klar, aber war es dann doch, hat sie doch Wahrheit gesprochen, aber guck doch mal an, wie die guckt, die will uns gar nicht in die Augen schauen. Die weiß noch was, aber wenn wir jetzt die Wahrheit drücken, dann sagt sie, ja, ja, das ist okay. Also dann kriegen wir, bekommen wir wahrscheinlich auch keine Informationen raus. Ein Anzweifeln wird er womöglich dann wieder so reagieren wie gerade eben. Aber, vielleicht müssen wir etwas Druck aufbauen, wenn die versucht, nicht uns alles zu erzählen, weil... I can't stand around here all day waiting. Jetzt reicht's aber. Her face beneath the water? I need to do something. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary, sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Oh, Mann. Alter. Ich meine, die erzählt uns nicht die Wahrheit. Und wenn wir sagen anzweifeln, dann... Na gut, anzweifeln, das heißt ja auch... Das finde ich, ja, so zwiespaltig, aber so wie die uns hier das einiges verheimlicht, da muss man doch irgendwas mal so rausdrücken. Perfectly fine, officer.
Wie war es für Miss Wendell zu arbeiten? Absolut in Ordnung, Officer. Ich würde sagen, anzweifeln. Diesmal würde ich anzweifeln drücken. Mrs. Reynolds, ja. It seems like there's something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement and then you can go home. Tja, arbeitslos jetzt. Da können wir auch mal gehen wieder. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. Also, du redest mit uns. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Okay, so, können wir auch wieder rausgehen? Mal sehen, ob unser schöner roter Flitzer noch da steht. Das werden wir aber erst erfahren, wenn, oh, scheiße, jetzt habe ich das ja schon gezeigt. Ja, eigentlich wollte ich sagen, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, aber gut, jetzt wisst ihr das ja schon. Wollen wir mal nicht so spannend sein, aber wir werden sehen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, tschüss.